is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Wir gehören zur königlichen Familie. Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Kann eine irdische Beförderung eine Ehre verleihen, die ebenso ehrenvoll ist, wie die Söhne und Töchter Gottes zu sein, Kinder des himmlischen Königs, Mitglieder der Königsfamilie? Die Adligen dieser Erde sind nur Menschen. Sie sterben und werden wieder zu Staub. Und in ihrem Lob, ihre Ehre liegt keine bleibende Befürchtung. Doch Ehre, die von Gott kommt, bleibt. Erben Gottes zu sein, mit Erben Christi, das heißt, unausforschliche Reichtümer zu besitzen, Schätze von solchem Wert, dass im Vergleich dazu Gold und Silber, Perlen und Edelsteine zur Bedeutungslosigkeit versinken. Mit dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus Gemeinschaft zu pflegen, das bedeutet, veredelt und erhoben zu werden. Man wird zum Teilhaber unaussprechlicher Freude gemacht, voller Herrlichkeit und Ehre. Nahrung, Kleidung, Wohnung, Position und Reichtum, das mag alles sein Wert haben. Doch eine Beziehung zu Gott zu haben, an seiner göttlichen Natur Anteil zu bekommen, das ist unbezahlbar. Unser Leben sollte mit Christus in Gott verborgen sein. Obwohl es noch nicht offenbar geworden ist, was wir sein werden, wissen wir, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Die fürstliche Würde des christlichen Charakters wird wie die Sonne aufleuchten. Die Lichtstrahlen vom Angesicht Christi werden sich in solchen Menschen widerspiegeln, die sich gereinigt haben, wie auch er rein ist. Das Vorrecht, Kinder Gottes zu werden, ist billig zu erwerben. Alles opfern, was wir besitzen. Und sei es auch das Leben. Als Johannes in seinem sterblichen Zustand die Herrlichkeit Gottes erblickte, fiel er um wie tot. Er konnte den Anblick nicht ertragen. Wenn aber die Kinder Gottes mit Unsterblichkeit gekleidet sein werden, dann werden sie ihn sehen, wie er ist. Sie werden vor dem Thron stehen und in dem Geliebten angenommen sein. Alle ihre Sünden werden ausgetilgt worden sein, alle Übertretungen weggetragen. Nun können sie auf die unverhüllte Herrlichkeit des Thrones schauen. Sie sind Teilhaber Christi in seinem Leiden gewesen. Sie haben mit ihm im Erlösungsplan zusammengearbeitet. Nun haben sie mit ihm Anteil an der Freude, gerettete Menschen im Reich Gottes wiederzusehen, wo sie Gott durch alle Ewigkeiten preisen und loben. The Lord is coming. Are